Hier kommt unser zweites Workout und diesmal wird es ein Kettlebell-Training. Wir haben wieder drei verschiedene Übungen mit 12 Reps. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den Kettlebell Swings. Hast du Bock? Ich bin bereit. Okay. Wichtig ist hier wieder, dass ihr einatmet, wenn die Kettlebell runterkommt und ausatmet, wenn ihr hochschwingt. Und desto mehr ihr mit der Hüfte nach vorne schießt, desto mehr Power habt ihr. Also nutzt die Power wirklich aus der Hüfte, aus den Beinen. Sehr gut. Das war unsere erste Übung. Unsere zweite Übung ist der Suitcase Deadlift. Wir nehmen die Kettlebells quasi, als wenn ihr so Koffer in der Hand hättet. Diesmal ist der Stand ein bisschen schmaler, also Füße eng zusammen. Und jetzt macht ihr einfach die ganz normale Deadlift-Bewegung, die ihr vielleicht schon kennt. Gerader Rücken ist extrem wichtig bei den Deadlifts. Schulterblätter immer schön zurückziehen, aber ihr seht es hier schon, die perfekte Ausführung. Und weil es Deadlift heißt, setzen wir natürlich die Kettlebell auch ab. Das heißt, sie muss wirklich einmal den Boden berühren. Bei den Suitcase Deadlifts beanspruchen wir nicht nur unseren unteren Rücken, sondern auch die komplette Oberschenkelmuskulatur. Sowohl vorne als auch hinten die Hamstrings werdet ihr merken. Und wahrscheinlich, je nach Gewicht der Kettlebells, werdet ihr es auch in eurem Grip und im Unterarm spüren. Kommen wir zur dritten Übung, der Kettlebell Sit-Up. Eine etwas schwerere Übung, hier auch fortgeschrittene. Haben wir den Kettlebell auf dem vorderen Unterarm aufliegen. Wir liegen flach auf dem Boden, die Beine etwas mehr auseinander. Wir pressen die Hacken in den Boden und stellen uns auf. Bei der Aufwärtsbewegung schön ausatmen, achtet darauf, dass euer Blick zur Decke geht. Dadurch haltet ihr die Wirbelsäule gerade, das ist besonders wichtig. Und die Aufbewegung und die Abbewegung, also beide Ranges of Motion, schön in einer gleichbleibenden und balancierten Bewegung. Wir trainieren hier meist nur den Core. Wenn ihr ein bisschen mithelfen wollt, schalten sich die Leisten mit ein. Die Beinmuskulatur ist hier aktiviert, weil ihr sie in den Boden presst. Das ist wirklich eine Hardcore-Übung. Nehmt lieber etwas leichteres Gewicht für den Anfang. So, und jetzt runter vom Sofa. Das hält ich auf. Und für mehr Workouts von uns und auch Klamotteninspiration schaut auf jeden Fall bei sport2000.de vorbei.